Ja, herzlich willkommen bei der zweiten Folge meines YouTube-Kanals über den Untergang des Kapitalismus. Heute geht es um einen wirklich unfassbaren, also wirklich unbegreifbaren politischen Skandal. Die Bundesregierung hat mich sprichwörtlich zur unerwünschten Person erklärt, aufgrund meiner Arbeit, aufgrund dessen, dass ich 20 Jahre lang als Kulturschaffender, als Forscher mich engagiere und mich gesellschaftlich einbringe. Das alles, weil ich bezüglich des Kapitalismus fundamentale Probleme aufgedeckt habe, die dazu führen, dass ein radikales Umdenken notwendig wäre und das aber offensichtlich nicht im Interesse mancher Menschen ist. Jedenfalls möchte ich kurzerhand, weil es sehr wichtig ist, die ganze Thematik wichtig ist, mal aufzudröseln, wie der Staat den Wert eines Menschen berechnet und wie der Staat aufgrund dessen im Kontext mit Migration beispielsweise Menschen zu Bürgerinnen dritter Klasse stilisiert und wie dieser Staat eben dadurch letztlich Existenzen vernichtet. Also fangen wir mal an. Capitalistic theory is too primitive for a complex world. This could change everything. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir gerade den sogenannten Brexit, der dazu führt, dass ich als britischer Staatsbürger, der in Deutschland lebt seit 23 Jahren, das Problem war, dass mein Bleiberecht, also mein Aufenthaltserlaubnis nicht mehr gesichert ist durch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Das heißt, was ich versucht habe, ist also quasi eine Einbürgerung zu bekommen. Und es passiert Folgendes. Ich bin also jetzt 46 Jahre alt, bin seit 23 bis 24 Jahre in Deutschland, habe rund 1 Million Euro an unbezahlter Arbeit, also Engagement als Künstler, als Kulturschaffender, als Forscher in die Gesellschaft eingebracht. Das heißt, wenn ich also sozusagen eine durchschnittliche Gehalt dem zugrunde lege, das variiert dann halt je nachdem, das ist jetzt eher ein eher unterdurchschnittliches Gehalt, dann komme ich ungefähr über 20 Jahre hinweg oder den Zeitraum auf ungefähr 1 Million Euro, die ich quasi gearbeitet habe, ohne dafür bezahlt zu werden, wo ich durchschnittlich bei 4 Euro, also bei 4 Euro die Stunde quasi geackert habe. Das ist, mag manche Leute erschrecken, ist nicht ungewöhnlich für Menschen, die in der Forschung tätig sind oder die in dem Kulturbereich tätig sind, sondern es ist eher der Normalfall. Das heißt, das ist quasi sozusagen die Bilanz meines Daseins. Und das heißt, für die Bundesregierung ist jetzt unterm Strich, weil es ja quasi wirtschaftlich dazu kommen, da vielleicht nochmal 3 Kinder, die ich auch noch in Deutschland habe und so weiter. Das heißt, unterm Strich bleibt hier also für die Bundesregierung sozusagen die Logik minus 1 Million Euro. Also ich vereinfache jetzt hier, es ist ein bisschen komplexer, aber im Großen und Ganzen, also im faktischen Sinne heißt es, dass alles, was hier passiert ist, quasi in der Rechnung der Ausländerbehörde, wenn es um die Einbürgerung geht, also darf ein Mensch eingebürgert werden, ist er es wert, quasi eingebürgert zu werden, ist hier ein dickes Minus, weil nämlich alles, was sozusagen mir an auf der Einnahmenseite fehlt, ist eben das, wo ich unbezahlt gearbeitet habe, als eben Menschenrechtsaktivist und Künstler und so weiter. Und dazu kommt, dass also meine allgemeine Einnahmequelle aufgrund dessen natürlich hoch volatil ist. Also das heißt, ständig, also quasi ständig von Armut bedroht. Und eben aufgrund dessen, dass ich mich hier eben unbezahlt im Rahmen von rund 1 Million Euro investiert habe und ganz viele andere Dinge gemacht habe und so weiter, die extrem unterbezahlt waren und dergleichen. Das heißt aber, das Interessante ist jetzt der, dass quasi nach einer kapitalistischen Rechnungslegung bleibt sozusagen nur noch übrig von all dem auf der Regierungsseite eben Belastung.
Das heißt, die Bundesregierung ist also tatsächlich der Ansicht, dass ich quasi meine Zeit verschwendet hätte. Und, und seit deswegen noch dazu, aufgrund meines gesellschaftlichen Engagements, weil ich ja viel anecke, aufgrund dessen wollen eben wenige Menschen mit mir zusammenarbeiten, also besonders keine Großkonzerne mehr. Und aufgrund dessen, weil keine Großkonzerne mit mir zusammenarbeiten wollen, bin ich jetzt quasi auch noch selbst schuld. Hätte ich also quasi mich nicht engagiert gesellschaftlich, dann wäre ich nicht für den Steuerzahler eine potenzielle Belastung, das heißt ein minderwertiger Mensch. Minderwertiger Mensch. Das ist also die Grund, das ist quasi die Grund, also das ist quasi das Grundergebnis der Untersuchung der Ausländerbehörde, ob ich eingebürgert werden darf in Deutschland oder nicht, was also rein komplett kapitalistisch quasi durchgedacht wird, also ein reines Zahlenspiel. Und da kommt unterm Strich eben quasi die Aussage, nein, das wäre quasi nicht möglich, denn eben quasi die Kategorie Untermensch. Untermenschen werden in Deutschland nicht eingebürgert, denn sie könnten zur Belastung des Steuerzahlers werden. Also das eigentlich Irre an der ganzen Situation ist die, dass ich quasi mit dem Brexit weder in England, wo ich geboren wurde, an einer Wahl teilnehmen darf, weil wenn man länger als 15 Jahre außerhalb des Landes lebt, darf man nicht mehr wählen. In Österreich, wo ich aufgewachsen bin, darf ich ebenfalls nicht mehr wählen. In Deutschland, wo ich seit fast einem Vierteljahrhundert lebe, also einen Großteil meines Lebens verbringe, darf ich auch keine Wahl mehr teilnehmen. Ebenfalls darf ich in Europa nicht mehr wählen. Das heißt, die Bundesregierung hat mir quasi sämtliche demokratischen Grundrechte beraubt, schlicht weil sie die kapitalistische Grundtheorie schützen möchte. So, und jetzt passiert folgende Angelegenheit, nämlich es kommt zur sogenannten kognitiven Dissonanz. Und das heißt quasi, weil sowohl Heiko Maas als auch die Engel, also ganz ranghohe Beamte um Horst Seehofer herum, also der deutsche Außenminister und der deutsche Innenminister, sehen also diese Diskrepanz, die lautet, dass ich quasi eigentlich hier auf dieser Seite sehr viel gemacht habe und sehr viel Beiträge sozusagen bringe, das aber auf der reinen materialistischen Seite betrachtet eben ein deutliches Minus steht. Und sie sehen diesen moralischen Konflikt und das Problem ist, dass sie quasi um zu argumentieren, dass es eben doch so sein soll, dass ich eingebürgert werde, müssten sie das hier eben aufwerten. Das heißt, sie müssten sagen, Speed hat sehr viel sich engagiert und hat für sehr wenig Geld sehr viel gearbeitet. Deswegen bringen wir quasi eine Relevanz hier, also tun wir das hier relativieren und sagen, es ist klar, warum er hier ein fettes Minus hat, weil er hier praktisch für umsonst gearbeitet hat, wie der Großteil der Künstlerinnen in diesem Land. Das wird aber bedeuten, dass gegen das kapitalistische Grundprinzip zu agieren, das heißt, beide Minister der Bundesregierung würden somit automatisch die Aussage treffen, Kapitalismus falsch. Falsch. Und das ist natürlich schwierig, denn sobald der Kapitalismus an sich falsch ist, ist diese Bewertung falsch, also die gesamte Ausländergesetzgebung wäre dann quasi hinüber. Ich würde quasi zum Präzedenzfall dafür werden, zu sagen, dass eben sämtliche Ausländer, sämtliche Menschen in Migration, Menschen, die auf der Flucht sind, dass all diese Menschen per se eben wertigkeit und wertvoll sind, dass sie per se wertvolle Menschen sind, wie jeder Mensch hier, und dass man sie nicht unter diesem Berechnungscluster aufarbeiten kann, von eben aussortieren zwischen Guten und weniger Guten und die Fetten ins Köpfchen und die anderen ins Töpfchen oder wie es so schön heißt. Das alles funktioniert dann nicht mehr, sobald Horst Seehofer und Heiko Maas eben
das Problem lösen. Das ist für Sie an sich zunächst mal ein praktisch unlösbares Problem. Nun passiert Folgendes. Ich äußere also Kritik an diesen, also äußere quasi Kritik öffentlich wegen dieser Problematik und es steigt sozusagen der Druck. Der Druck auf diese beiden steigt zunehmend und aufgrund dessen versucht diese Seite hier, versucht aufgrund dessen hier noch mehr Minus zu finden. Also sie gehen nicht hin und sagen, meine Fresse, engagierte Menschenrechtsaktivisten sind uns wichtig, das müssen wir alles, Zivilcourage, das müssen wir alles mit einberechnen. Stattdessen werde ich als Künstler kriminalisiert. Also man sagt mir quasi, ich hätte etwas falsch gemacht, ich sei quasi ein Krimineller, denn ich habe gegen die ökonomische Vernunft gehandelt und habe quasi versucht, die Welt zu einem besseren, also nicht zu einem besseren Ort zu machen, aber ich habe versucht quasi, meinem Gewissen zu folgen und das hat eben zum Minus geführt und das ist eine eigentlich kriminelle Handlung, denn die eigentliche Ethik ist sozusagen Umsatz zu steigern. Also wenn man quasi möglichst viel Geld verdient, dann ist man der eigentlich Gute, alle anderen sind dann eben die Bösen. Das passt in diese übliche Denkweise, in die übliche Logik. Das führt dann dazu, dass das Innenministerium in Brandenburg, Sterium, mir offen droht, und sagt, Herr Speed, wenn Sie nicht damit aufhören, diese ganze Situation hier mit deutlichen Worten zu kritisieren, dann wird die Einbürgerung sowieso gestrichen. Dann passiert sowieso nichts. Das heißt, man versucht also unglaublich viele Ablenkungsballons zu starten, um bloß nicht das hier sehen zu müssen. Das heißt, ich werde also bedroht von der Bundesregierung letztlich, denn die Bundesregierung weiß, dass das Innenministerium mir gedroht hat und erhebt keinen Einspruch. Also wird nicht so, also bis zu so Heiko Maas wissen alle Bescheid, ja, bis zu Horst Seehofer, also bis zumindest der unterste Führungsebene der hohen Beamten im Bundesinnenministerium, die wissen alle Bescheid. Und statt eben hier empört zu handeln, wird gesagt, wir sind nicht zuständig. Und plötzlich hat man quasi eine machtlose Regierung. Also in der Regierung ist niemand mehr zu Hause. Niemand will davon irgendwas wissen oder erfahren. Während eben irgendwelche rechtsnational orientierten Beamten aus der Provinz sich eben zur Aufgabe gemacht haben, mich möglichst zu zerstören, indem sie eben hier also permanent ins Minus, also alles quasi auf das Minuskonto auftragen. Und mir beispielsweise auch, was auch schriftlich passiert ist, mir ist beispielsweise auch der Gemeinwohlnutzen abgesprochen worden. Also es wurde quasi negiert, dass ich als Künstler überhaupt den Gemeinwohlnutzen habe in meiner Arbeit. Das ist also komplett egal. Also hochinteressant. Jedenfalls, also eigentlich ein riesiger Skandal. Und dazu passiert dann noch, dass ich auch noch ein Buch veröffentliche, das, also Radical Worker, in dem der ganze Betrug um diese ganze Rechnung, also die Art, wie der Staat mit Menschen in Armut, in schwierigen finanziellen Verhältnissen umgeht, wo die Diskriminierung passiert und so weiter, das auch noch alles feinsäuberlich schriftlich quasi aufgeführt ist, auch all diese Menschen zitiert werden in ihren seltsamen Verhalten gegenüber dieses Betrugs. Das heißt, es ist alles öffentlich. Umso mehr ich quasi auf diese Seite drauflege, umso mehr wird hier agiert. Ja, das heißt, ich bin somit von der deutschen Bundesregierung nun ganz offiziell zur unerwünschten Person erklärt worden. Und man tut alles, um mich zu einem schwerkriminellen Verbrecher zu machen, um meine Gesundheit zu beschädigen, um mich durch Mobbing fertig zu machen. Und das alles nur, weil man sich nicht eingestehen will, dass mit dem Kapitalismus irgendwas grundlegend nicht stimmt. Kann man neues Buch lesen, Radical Worker vom Recht auf selbstbestimmte Arbeit. Darin eben der Versuch, die Arbeits- und die Wirtschaftstheorie von Grund her zu erneuern und ganz eine ökonomische, eine ökosoziale Wirtschaft in ganz anderer Hinsicht zu verwirklichen. Also viel Spaß damit. Dankeschön.